So, teleportieren. Also erst einmal ins Olassil-Mausoleum. Damit wir mit der Pilzfrau nochmal reden. So. Hallo, Pilzfrau. Wir haben das gerettet. I have awaited thee. Thou hast rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval human, even halting the spread of the abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. So, wir kriegen 3 Elisabeth-Pilze, also super Heil-Items. Und können die nicht bei ihr kaufen. I will remember thee, but I will keep thy story to myself. This is the best way, for thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises, but yet thy greatness shall live on, for it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Yeah. Was thine eye glancing hither? Thou needst not hide thy wonder. I am a mushroom, after all. Ja, sie ist ein Pilz. Und sie wird niemandem von uns erzählen. Ja, was auch besser so ist, da das ziemlich crazy klingt, wenn einer aus der Zukunft die Welt rettet, der noch gar nicht geboren wurde. Und mehr hat sie uns nicht zu sagen. Gut. Das heißt, nächster Schritt. Wir teleportieren uns zur Stadt. So, hier locken wir uns erstmal ein. Ich muss darauf achten, dass ich locken sage, also mit CK und nicht locken. Das klingt irgendwie komisch dann. Leuchtfeuer mit Internetverbindung. So. Und dann reden wir mit der Frau hier, der wir schon mal begegnet sind, aber die wir das letzte Mal ignoriert haben, weil wir uns um Menus kümmern wollten. You. Is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Seele von Artorias übergeben? Nein, noch nicht. Yes, of course. I must not be presumptuous. Artorias would not have approved. Ja, das hier ist nämlich die Schatten... Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Titel ist. Auf jeden Fall ist sie der vierte Ritter von Gwyn. Karin heißt sie, glaube ich, oder Karin. Ich weiß nicht mehr genau, wie ihr Name war. Ich kenne halt nur die 3 wichtigsten, also Ornstein, Artorias und Goff. Und ja, Goff sind wir noch gar nicht begegnet. Dem vierten Ritter, dem Falkenauge. So. Aber... wir haben ja in Olassil, also in der Stadt, in der einen Mimik, einen Schlüssel gefunden. Und es gibt nur eine einzige verschlossene Tür hier, nämlich diese. Sesam, öffne dich, Wappenschlüssel benutzt. Und hoch die Leiter. Und hallo Riese. Schnitzender Riese. Also ja, wir haben Schnitzarbeiten gehört. Und dieser Riese hat einen großen Bogen und jede Menge Holz hier. Und wenn ihr euch diese Dinger hier anseht, die er da schnitzt, kommt ihr wahrscheinlich drauf, das ist Goff. A visitor have we. Thou must be the one who freed Artorias. That old friend he was. Thanks to thee. He left this world with honor intact, and here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid.
Ja, Goff ist blind, wie man an seinem Helm sehen kann. Also er hat gar keine Visiere, wo er durchblicken kann. Ich weiß nicht, ob der Helm verrostet ist oder was mit dem Helm genau gemacht wurde. Es kann auch sein, dass der Helm selber dran schuld ist, dass Goff nichts sieht. Dass er nur denkt, dass er blind ist und in Wirklichkeit ist der Helm präpariert worden, dass er nichts mehr sieht. Okay, bei ihm können wir Sachen kaufen. Also erst einmal noch zusätzliche Masken. Maske Dankbarkeit, Maske Hallo, wobei die Hallo-Maske ein bisschen seltsam aussieht. Prismasteine, Jaucheküchlein, Scherben und Pfeile von Goff. Großpfeil des den Adlerauge Goff, einer der vier Ritter von Fürst Gwyn, für die Rachenjagd benutzte. Benötigt Großbogen. Goff fertigte persönlich die Steinspitze und wickelte den Schaft mit Baumrinde. Also ja, die mächtigsten Pfeile im Spiel, die allerdings nur mit einem Großbogen, also so einem Drachentöterbogen, verfeuert werden können. Okay, wir können mit ihm reden. Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly. But for every one of them, we lost 70 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At that twilight, old thoughts return in great waves of nostalgia. Also ja, so wie Goff das sagt, ist er sich des Schicksals der Zukunft bewusst. Also, soweit ich weiß, ist das, wo wir hier gerade sind, also Olasil, ist noch vor dem Ausbruch des Untotenfluches gewesen. Würde ich mal so tippen. Aber Goff spürt schon, dass das auf uns zukommt. Das meinte er mit dem Twilight of Life. Und ja, es gab dann keinen Übersetzungsfehler. Also soweit ich das bemerkt habe. Und zwar hat er im Deutschen gesagt, für jeden Drachen, den sie getötet haben, sind 60 Ritter gefallen. Aber im Englischen sagt er, für jeden Drachen sind 3 Scores gefallen. Und soweit ich weiß, ist ein Score ein Dutzend. Also 12. Also sind es nur 36 Ritter, aber trotzdem sehr viele. Ja, und die Drachen haben halt dafür gesorgt, dass die Ritter durch ihre Emotionen total verrückt gespielt haben. Das war wohl auch einer der Gründe, warum die Welt grau geworden ist. Alles in Gleichgültigkeit versunken ist. Das ist ja so die Bedeutung der Farbe Grau, Gleichgültigkeit. Gucken wir mal, was er noch zu sagen hat. There's very little to be said. What good is a dog with no hairs to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. Ja, und Goff hat nicht mehr viel von seinem Leben, wie das gerade klang, weil es keine Drachen mehr zu jagen gibt, obwohl wir kennen einen Drachen, hat er nichts mehr zu tun, außer zu schnitzen. Okay, er sagt erstmal nicht mehr viel. So, jetzt können wir uns mal kurz etwas aus der Nähe angucken. Also ja, man sieht, er hat keine Visiere für seine Augen am Helm. Also ist er entweder wirklich blind. Gucken wir mal von hier aus. Obwohl doch, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man irgendwie Sehschlitze. Kann man sie einigermaßen erkennen, auch wenn der Helm schon ziemlich ramponiert aussieht. Aber ja, ganz so sicher bin ich mir jetzt nicht, ob er wirklich blind ist oder ob es an seinem Helm liegt. Tomorrow is the Black Dragon posing the duress. Ja, bereitet uns der schwarze Drache, also Kalamet Kummer, ja. Yes, I thought as much. He's called Kalamet. Ferocious dragon indeed, even mighty Anna Londa dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but my intent is to persevere to the bitter end. Ja. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee,
and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch and see how Glorf hunts dragons. Was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying, knighthood's highest calling. Ja, das war die meiner Meinung nach epischste Zwischensequenz im ganzen Spiel. Er ist blind. Aber mit einem einzigen perfekten Schuss hat er Calamet zu Boden gerissen. Von allen vier Rittern habe ich den meisten Respekt vor Goff. Also das war echt ein Meisterschuss, muss ich sagen. Hello there. What of Calamet? He is an ancient dragon. Scribe or no, he will not be put down easily. Ja. Er hat uns gerade noch mal gewahrt. Calamet ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Sprich, wir müssen ihn jetzt auf dem Boden besiegen, weil Goff konnte ihn nur vom Himmel holen. Der Pfeil würde ihn geschwächt haben, aber er wird ihn nicht getötet haben. Für so einen Drachen ist mehr nötig als ein Pfeil, auch wenn es ein verdammt sauberer Schuss war. Der Rest liegt an uns, weil Goff in seinem aktuellen Zustand nicht kämpfen kann. Beziehungsweise er kann halt nicht aus seinem Turm raus. So. Also, dann geht es jetzt in den königlichen Wald, wo wir vorhin schon einmal waren. Wo wir Calamet nämlich gesehen haben. Das war nämlich das, was ich gemeint habe. Wenn wir Calamet dort nicht sehen, also wie er dort vorbeifliegt, können wir diese Zwischensequenz von Goff gar nicht triggern. Das bedeutet, wir können Calamet gar nicht runterholen. Wir müssen erst wissen, dass er dort ist. So. Und wir müssen als erst einmal die drei Hunde beseitigen, die hier im Weg stehen. Was leichter gesagt ist als getan, da die doch ziemlich wendig sind, die Jungs. Na komm her. Kommst du her? So. Dann geht es jetzt ab zum wirklich schwierigsten Bossfight im ganzen Spiel. Bis ich mir damals für den eine Taktik überlegt hatte, die ziemlich nervenaufreibend sein kann, weil das jetzt ein reiner Ausdauerkampf wird. Deswegen bin ich froh, den Chlorantierring dieses Mal dabei zu haben. Der hilft mir dann doch ein bisschen ungemein. Ja, und mein Silberschild. Schwarzer Drache Calamet. Oder Calamet. Ja, da kommt er schon. So, wir haben ihn anvisiert. Wir müssen verdammt auf seine Angriffe aufpassen. Ja, erstmal den hier, sein schwarzes Feuer.
Dem können wir einfach nach hinten ausweichen.